Moin Leute, und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession Transportfieber. So, heute möchte ich mich gerne mit dem Güterverteilungszentrum in Kühdorf beschäftigen. Ich habe mir jetzt die letzten Tage nicht so wirklich Gedanken darüber gemacht, sondern ich wollte es jetzt einfach mal spontan machen. Meine erste Idee wäre gewesen hier rein, also direkt neben dem Hauptbahnhof. habe mich aber sehr schnell dagegen entschlossen, einfach aus dem Grund, weil wir dann das ganze Stadtbild zerstören würden und ich natürlich die Stadt weiter wachsen lassen möchte. So, das nächste Problem ist, wir spielen ohne Mods, das heißt, gecurvte Bahnhöfe haben wir leider nicht, weil sonst hätten wir das auch gut hier reinmachen können. Und ich würde halt einen zentralen Bahnhof bauen, da wir dann hier die Werkzeuge und die Maschinen hierhin liefern können, gleichzeitig mit dem Lebensmittel, und dann können wir schauen, ob wir vielleicht noch nicht Waren oder so ähnliches herbekommen oder Baumaterialien haben wir hier auch noch, dass wir das alles sozusagen zu diesem Verteilungszentrum bringen und dann jeweils zu den Städten. So sieht jetzt mal im Groben meine Überlegungen aus. Was ich jetzt gerade sehe, ist hier diese Strecke, ob wir unseren Güterbahnhof nicht hier hinten irgendwo hinbauen können. Da ist die Frage, da ist ja ziemlich uneben. Ja, da haben wir hier zum Beispiel 188 und der Bahnhof liegt auf 185. Und hier hinten hätten wir schon 180, das heißt, wir hätten eine eigentlich schon immense Aufschüttung. Das können wir dann natürlich auch mit dem hier machen. Wenn wir das so sehen, entweder eine Aufschüttung oder halt ein Abt. Ne, so viel wert ist eigentlich gar nicht, wenn man das mal so anschaut. Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt. Denn wir könnten natürlich auch hier 7 Gleise reinmachen und oben nochmal ein Kopfbahnhof. Oder andersrum, unten den Kopfbahnhof und oben die Durchfahrtsgleise wäre natürlich auch möglich, aber dann würden wir ja hier extrem in den Berg reinbauen. Wie weit müsste ich denn abbauen, ist die erste Frage. Sagen wir mal von da bis da. Okay, dann fange ich hier mal an. Wir haben ja 1 Milliarde. Das sollte hoffentlich reichen. So, ich baue jetzt jeden Abschnitt hier mal ab, damit die Lok auch wirklich hier auf dem Gleis bleibt. Was haben wir denn da? Okay, hello Bug. Urban Games, ich möchte gerne einen Bug melden. Okay, den machen wir nicht 7-gleisig, denn wir brauchen oben das Durchfahrtsgleis. Ich würde mal sagen, dann machen wir mal 3-gleisig oder so. Ah ne, geht nicht. 4-gleisig. 4-gleisig würde gehen. Brauchen wir so viele Gleise? Ich würde jetzt einfach mal spontan zu Ja tendieren. Und ich würde auch spontan dazu tendieren, hier erstmal abzusenken. Und zwar aus dem Grund, dass wir hier den Bahnhof ziemlich ebenartig hinbekommen. Das heißt, das reiße ich hier auch mal alles ab. Okay, dann reißen wir das auch mit ab. Den natürlich so weit nach hinten setzen. Das wäre dann kein Problem. Dann müssten wir aber da erstmal die Gleise abreißen und das Gelände etwas runtersetzen. Ja, dann mache ich dann gerne hier das Tool auf. Wir haben hier 165 gehabt.
wo der alte Bahnhof stand, sind wir jetzt bei 188. Jetzt sind wir bei 186, 185 brauchen wir. Ah, so ist nicht schlecht. So würde das Ganze doch gar nicht mal so schlecht aussehen. Vielleicht noch einmal gedreht und dann so bauen. Zack. Und dann kommt hier oben. Ein siebengleisiger. Wie viele Städte haben wir denn? Ja, dahin, 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 das ist schon einiges. Dann baue ich hier mal provisorisch schnell sowas hin. Damit wir auch hier unseren Bahnhof gut anlegen können. Genau, damit das halt hier gut passt, das ist mir halt wichtig. So, genau. Und dann hätten wir hier vorne sozusagen den Kopfbahnhof. Oh shit. Machen wir den mal dreigleisig und dann setzen wir das Gütergleis, setzen wir hier einfach so rein, als ob es aussieht, als ob es ein Abstellgleis wäre. Mein Gott, ist das ein Gefrimmel da, Mann! Aber. Dann haben wir halt hier das eine Gleis. Ja, das werden wir auch irgendwie verschaffen können. Ja, das sieht deutlich besser aus. Weil dann kommen wir hier gut raus. Genau. Das heißt, wir nennen das hier mal Kühdorf Güter. Kühdorf Güter, wunderbar. Und hier einen zweiten Anschluss geht natürlich nicht, weil der auch nach oben geht. Ah, das ist nicht so gut. Das ist im Grunde eigentlich gar nicht gut. Jetzt ist die Frage, braucht der Bahnhof hier hinten einen Anschluss? Ich würde mal mit Nein tendieren. Was wir schon mal machen können, ist das. Die Lebensmittel. Was machen wir mit den Lebensmitteln? Würde ich mal sagen. Machen wir so, dann wäre alles ebenerdig. Wieso machst du mir das nicht gerade? Hallo? Entschuldigung. Warum machst du mir das sehr gut so? Ist annehmbar. Hier kann ich jetzt ohne Probleme mein Gleis ziehen. Perfekt. So, und das ist ja nicht mit dem Güterbahnhof verbunden. Oh shit. Oh, das ist schlecht. Der reicht genau bis hierhin und dann
Im Grunde würden uns auch 240 Meter reichen, wenn ich das mal... Ja, das langt, also... Jetzt ist das so... Ah, das ist scheiße. Nein, dreigleisig bitte. Machen wir das so. Und dann machen wir das nochmal. So bis hier und hier dahin. Oh. Nur die ersten zwei Bahnsteige. Wie kriegen wir das denn kürzer hin? So, wie viel ist jetzt? Sind es alle? Das ist ganz gut. Weil dann können wir. Ja gut, wir brauchen jetzt hier nicht unbedingt ein Doppelgleis. Ja, komm, wir fahren trotzdem mal hier mit dem Doppelgleis rein. Machen wir so, so. So, sehr schön. So, du bist die Linie Lebensmittel Kühdorf. Du kommst jetzt hier rein. Genau, wunderbar. So, du bist die andere Linie da. Du kommst. Nein, du kommst nicht da rein, sondern. Gehst da rein und dann mache ich noch schnell ...80 Einfahrt. Ist gut. Weil dann können wir hier noch unsere X-Weiche reinmontieren oder reinbauen. Und zwar so. Einmal hier, einmal da. So, und jetzt würde es hier drauf gehen. So, die Steigung ist zu. Ach du Heilige. Dass die Steigung zu groß ist, das sehe ich irgendwie. Okay. Okay, kriegen wir jetzt hier irgendwie eine Straße rüber? Steigung zu groß. Wie kriegen wir jetzt hier? Okay, so würde gehen. Okay, jetzt hat das mal abbauen. So, okay, das ist ja schon mal nicht schlecht, ja? Weil das geht dann. Was die da machen, weiß ich auch nicht.